Noch etwas vorsichtig und zögerlich verlassen rund 20 Schafe des Müritzhofes Waren einen Transporter, der auf einer Wiese am Rand der Müritz in der Nähe von Waren abgestellt ist. Doch schnell gewöhnen sie sich an die neue Umgebung und beginnen mit ihrer Arbeit. Die Tiere haben nämlich einen ganz speziellen Auftrag. Ja, also die Flächen, die wir hier haben, sind besonders wertvoll, weil hier viele bedrohte Arten, zum Teil vom Aussterben bedrohte Arten vorkommen. Und die Schafe sind die ideale Pflege, um diese Flächen offen zu halten und diesen Arten die Möglichkeit zu geben, hier zu wachsen. Über 50 Pflanzenarten, die auf den Wiesen vorkommen, gelten als gefährdet, 11, die stark gefährdet sind und 4, die in Mecklenburg-Vorpommern sogar kurz vor dem Aussterben stehen. Dazu gehören zum Beispiel Orchideenarten, der Sumpfsitter, die Wiesenkuhschelle und der Wiesensalbei. Damit die nicht von anderen Pflanzen verdrängt werden, braucht es die Schafe. Die eignen sich dabei besser als Maschinen, denn die Tiere haben einen entscheidenden Vorteil. Ja, die Schafe, das sieht man ihnen gar nicht an. Die haben mehrere Möglichkeiten, den Pflanzen zu helfen. Das eine ist, dass sie natürlich selektiv, also sie suchen sich die Pflanzen raus, die ihnen am besten schmecken und lassen vielleicht ein paar andere stehen. Sie selektieren also bei der Nahrungsaufnahme. Das zweite ist, dass sie mit ihren Hufen den Boden auflockern. Das heißt, dafür sorgen, dass die Samen dann ideale Keimbedingungen haben und auch mit den Hufen die Keime, die Samen in den Boden drücken. Das brauchen manche Pflanzen auch extra, so ein bisschen, das kennt man vom Säen, die müssen halt ein bisschen in den Boden. Und dann transportieren die Schafe mit ihrem Fell die Samen zum Teil weiter, die bleiben halt hängen im Fell. Und natürlich, das passiert auch, die Schafe fressen ja die Pflanzen, fressen auch die Samen und manche Pflanzen brauchen dann praktisch den Weg einmal durchs Schaf, um hinten dann keimfähig rauszukommen. Die werden dann ja abgesetzt mit noch ein bisschen Dünger dabei und das ist für viele Pflanzen geradezu ideal. So sollen die Tiere in den kommenden 4 Monaten auf rund 20 Hektar Wiese entlang der Müritz die Gräser kurz halten. Diese Zone gehört zur Pflegezone des Nationalparks, in der eine Bewirtschaftung notwendig ist. Die sommerliche Hitze macht den Tieren übrigens nichts aus, denn sie sind speziell an die karge und trockene Umgebung angepasst. Die Rasse heißt Gute Schafe. Die sind nah verwandt mit den Gotlandschafen, von denen hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Die kommen also aus Schweden, sind eben gewohnt, draußen zu leben, das ganze Jahr über. Es ist so eine sogenannte Robustrasse. Die brauchen also relativ wenig Pflege, die müssen zum Beispiel auch nicht geschoren werden, die verlieren ihr Fell von alleine. Und vor allem sind sie es gewohnt, mit den Nährstoffen, mit den geringen Nährstoffen, die hier auf der Fläche zur Verfügung stehen, klarzukommen. Damit die Tiere in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen können, sollten sie von Spaziergängern nicht gestört werden und schon gar nicht gefüttert werden, denn auf den Wiesen finden sie genug Futter. Zudem gibt es für Spaziergänger noch mehr zu beachten. Ja, also ein bisschen Sorgen machen tatsächlich dann freilaufende Hunde. Man kann sich das vorstellen, Schafe und Hunde halten immer Distanz. Von dem her, im gesamten Nationalpark gilt tatsächlich auch Leinenpflicht. Von dem her wäre es schön, wenn die Hundebesitzer sich da auch dran halten und die Hunde an die Leine nehmen. Das wäre eigentlich dann schon das Wichtigste. Genau, ansonsten die Tiere sollte man nicht unnötig beunruhigen. Die müssen ihren Job machen und Sie können sich das vorstellen, je mehr Ruhe die dabei haben, desto besser grasen die tatsächlich die Fläche ab. Sobald die Wiese abgegrast ist und die Schafe auf die nächste Koppel kommen, steht sie auch wieder den Besuchern der Badestelle als Liegewiese offen.